Die Stadtsparkasse stellt eine neue architektonische Dimension für Köln dar. Wie meinst du das? Ja, weil das Gebäude gleichzeitig transparent und hermetisch wirkt. Wegen der Glasfassade? Ja, schon, weil es sich dadurch scheinbar nach außen hin öffnet. Klar, durch den Spiegeleffekt fühlt man sich beobachtet auf der Straße. Der Vorplatz soll wohl eine Anspielung auf ein Amphitheater sein. Nur wird hier kein Theater gespielt. Und über die Stufen plätschert im Sommer Wasser. Es kommt mir etwas steril vor. Und hier draußen verläuft die Markierung auf dem Boden genau zum Mittelpunkt der großen Halle. Ja, das entwickelt so eine Sogwirkung. Das heißt, du sollst nicht stehen bleiben, sondern dich direkt an deinen Servicepunkt begeben. Man fühlt sich wie in der Innenstadt, weil der Sparkassenschriftzug hier mehrmals erscheint, als ob es Filialen irgendwo in der Stadt wären. Von oben sieht man genau, dass dort eine Grenze verläuft. Der Service für die Masse mit allem Pipapo findet in den verglasten Büros statt. Ein Stockwerk höher sind sie völlig geschlossen. Ja, das ist dann wohl der Investmentbereich. Dort ist die Treppe zu Ende. Das lässt sich besser kontrollieren und macht Videoüberwachung fast überflüssig. Die Cafeteria ist genau an dieser Grenze angesiedelt. Menschen sitzen halt auch in der Postmoderne noch gerne in Ecken und Nischen. Die Bäumchen gehören definitiv zu diesem Zeichensystem, genau wie die Neonskulptur und die Malerei. Natur wird eben nicht nur kulturell produziert, sondern auch industriell reproduziert. Die Kundinnen sollen sich in einer sauberen, luftigen und funktionellen Atmosphäre wärmen. Dafür stehen auch die Materialien. Genau. Alles helles Holz, Stahl, Glas oder Plexi. Das Ganze vermittelt diesen zeitgemäßen, sensiblen Luxus. Die Architektur der 90er Jahre wird bestimmt durch das subtile Zusammenspiel von Funktionalität und Kontrolle.